Ich habe ja lange, das ist ja ab der Rassenquelle Hamma original gesungen. Bis vor 2 Jahren in Olten ein Drama losgetreten worden ist, weil ein Schüler sich in der 5. Klasse bei der Singstunde beklagt hat. Das Lied verletzt seine kulturreligiösen Gefühle. In seiner Kultur werden, also macht er Anschein, dass in seiner Kultur Frauen vor allem gegen Kamel eingetauscht werden. Das hat dann eine Lehrerkonferenz gegeben und man hat das Lied aus dem Liederkanon gestrichen. Das kann man nachlesen in der Sonntag, der Aargauer Zeitung, die am Sonntag rauskommt. Was sich noch gut trifft, wie sie so heisst. Was aber in den Zeitungen für Leserkommentare losgetreten wurde, das hat mich dann aufgemacht. Ich fand, ja, die nimmst du noch mit. Ein paar rausgekopiert. Der Gerbesepp hat kurz darauf aber gefunden. Gerbesepp aus Thun, wohlgemerkt, Thun, mein Geburtsort. Zuerst verbannt man die Kreuze aus Schweizer Klassenzimmern, jetzt die Volkslieder. Bin ja gespannt, was als nächstes kommt. Der Meiermandy da aus Emmenbrock. Sicher muss man bald die Weitsprunganlagen der Schulen in Richtung Mekka ausrichten. Der Flatscher Ruppi Appenzell, am besten würden die Fünfklässler überhaupt nicht singen. Das ist sowieso nur Geheulen. Fromm Tanja Bar, sie da in Appenzell mit Musik gehören, aber darum geht es nicht, sondern um die Migration. Und ist in Olten prekär, da hält jeder Zug. Jappi Hans Burgdorf, stimmt, lässt sich noch mein Zug in Olten gehalten, obwohl es gar nicht auf meiner Strecke lag. Hat mich dann auch gedrückt, Olten Leute und der Ausländerinvasion. Zog Sandra Wild, genau, meinem Oltener Großvater haben sie nach der Hüftoperation auch eine Invasion gesteckt, damit er nicht so leiden muss. Aber die Stelle der Invasion tut ihm im Fall heute noch weh. Er kann praktisch nur noch am Stock gehen, oder wie die alten Leute da am Radiator. Henner Max Zürich hat ihr Großvater die Hüfte im Triebli gemacht. Würde mich nicht wundern. Meine Frau hat dort unser Kind entbunden, die waren so unflexibel, wollten wir während der Geburt in der Cafeteria nicht mal ein Bier verkaufen. Sali Heider und Herbert, was, ihre Frau hat in der Cafeteria geboren? Mir wäre schlecht geworden zwischen den Spaghettis und den Ärzten in weißen Roben. Denn, ja, der Nächste, ja, was haben weiße Robben mit Mani Matter zu tun? Kommen Sie jetzt nicht damit, dass Robben auch einen Schnauz haben? Ich wusste gar nicht, dass der Arjen Robben von Bayern München einen Schnauz trägt. Der hat doch eine Glatze. Und seit wann schreibt man Schnauz mit TZ? Haben Sie das vom Blick abgeschrieben? Bitte, nur weil man sich mal vertippt, wird man Blick lesen. Im Moment liegt zum Beispiel Karl May auf meinem Nachtisch. Karl May liegt auf Ihrem Nachtisch? Ich dachte, den hätte der Mann beerdigt. Witzbold, Karl May ist auf Tournee, letztens hat das Radio über den Wolken gespielt. Sie meinen Reinhold May, aber es ist ein anderer. Karl May ist der Kommunist mit dem Manifest. Reinhold May aber der Österreicher mit dem Himalaya. Der Himalaya liegt im Fall nicht in Österreich, sondern Kamel. Und dann der Gerber, Josef Thun, Kamel, habe ich da gerade Kamel gelesen. Endlich führt mal wieder einer zum Thema zurück.